Ich holte in Ruhe aus einer Truhe meine Fußballschuhe. Als die Jugendspieler mit der Nummer 4 stimmte ich aufs Tor wie ein wildes Tier. Und ich fühlte mich toll, so wie Mehmet Scholl. Und dachte dann irgendwann, dass ich besser sein kann als Jürgen Klinsmann. Auf jeden Fall spielt Deutschland Fußball, und zwar überall, nicht nur national, sondern international, global. Und ich schätze, es gibt weniger Gesetze als Fußballplätze. Es ist immer ein Know-how, denn jede interessierte Sau sucht die Ergebnisse genau im TV bei der Sportschau. Und wenn der Schiri dazu neigt und unnötige Karten zeigt, pfeift er beschissen und die Fans sind gerissen, denn sie wissen, wenn das Spiel losgeht, wo sein Auto steht. Fußball ist die Sportart Nummer 1, wenn Tore fallen oder auch keins, vergiss den Vettel und die ganze Formel 1. Der DFB hat eine Turniermannschaft, die es immer wieder dauerhaft schafft, dass der Gegner abschlafft. Und der Grund ist, dass der Ball rund ist und Spielen gesund ist. So, dass wir davon absehen, dass wir 2018 zur WM wieder in die Schlacht ziehen, hätten wir gern einen weiteren Stern. Ich verfalle immer wieder ins Fußballfieber und werde Sieger, denn der Gegner macht sich in die Hose, wenn ich köpfe wie Klose. Die WM kommt bald, also stellt das Bier kalt. Diese Song geht in diesem Falle an alle, die auf dem Platz stehen und niemals aufgeben, einen ausgeben, wenn sie Fußball leben. An alle, die in ihren Terminplan die Spiele eintragen und sich fragen, wer wird diesmal versagen und als Torschütze herausragen. An alle, die schwitzen und auf der Satzbank sitzen. An allen, denen es jemals hat gestunken, den Ball aufzupumpen. An alle Fußballinteressierten, die sich ständig informieren, Strategien studieren und Mannschaften trainieren. An alle Freizeitkicker, Trikotstricker und Tischkicker. Fußball ist die Sportart Nummer 1, wenn Tore fallen oder auch keins, vergesst den Frenzenheit und die ganze Formel 1.